Muss ich gleich zwei Sachen korrigieren? Die RUCA wird natürlich vom BSI betrieben und der Architekt des Personalausweises ist natürlich das BSI, aber die Bundesdruckerei durfte das natürlich umsetzen und in dem Kontext habe ich mich sozusagen sehr intensiv mit der digitalen Seite beschäftigen dürfen. Und vielleicht dritte Bemerkung, da sozusagen bevor ich bei der Bundesdruckerei vor 16 Jahren angefangen habe, habe ich 2 Jahre bei Philips Semiconductors gearbeitet, also was jetzt NXP Semiconductors ist. Und davor habe ich meine Promotion bei Siemens, damals hieß es noch Zentrale Technik, gemacht. Ja, so viel vielleicht zum Lebenslauf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, Magnus, auch für die Einladung. Das Thema digitale Identitäten ist tatsächlich ja seit neuestem in aller Munde. Selbst die Kanzlerin und die EU-Präsidentin sprechen darüber. Und warum sprechen wir da eigentlich drüber? Muss ich mal gucken, kann ich hier die Folien, gehen die hier weiter? Ja, also warum sprechen wir darüber? Naja, das, was wir hier nutzen, das Internet, hat ja einen ganz anderen Zweck gehabt. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, ne? Das ist ja letztendlich nur gemacht worden, um Informationen auszutauschen. Und die Leute kannten sich, die Informationen bekommen sollten. Und die haben auch die Kabel gesehen. Das heißt, all das, was uns jetzt hier so beschäftigt, was eine ganze Industrie beschäftigt, Sicherheit, Identität, das hat eigentlich gar keine Rolle gespielt bei dem, was man sich damals ausgedacht hat. Der Punkt ist nur, dass wir sozusagen jetzt eigentlich nahezu die ganze Weltwirtschaft und alles andere über dieses System laufen lassen. Und das Thema Sicherheit und Identität und auch Vertrauen eben nicht sozusagen da eingebaut ist. Das ist vielleicht der Grund, warum wir überhaupt sozusagen als Industrie so existieren. Sonst wäre das alles ganz einfach. Und hier habe ich das sozusagen nochmal etwas pointierter zusammengefasst, dass man das dann später mal nutzt, um Bilder von Katzen zu übertragen. Das hat sich wahrscheinlich der Kollege im CERN damals auch nicht gedacht. Und deswegen kann ich Ihnen diesen Vortrag versprechen. Es gibt auf jeden Fall einen Katzen. Sozusagen vielleicht erstmal der Punkt, das Thema Identität und Sicherheit spielt sozusagen in den fundamentalen Mechanismen keine Rolle. Und deswegen haben wir uns all die wunderbaren Sachen ausgedacht, wir Kryptografen, die Daniel eben so schön erklärt hat. Ich muss da immer so ein bisschen, also haben mich natürlich sehr gefreut, als Mathematiker mal wieder so einen mathematischen Vortrag auch zu hören. Man muss aber eben auch sagen, das ist natürlich weit weg. Mein erster Chef in der Bundesdruckerei hat immer gesagt, das denken die Mathematiker sich nur aus, um die Weltherrschaft zu erringen. Und ja, wenn ich mir so angucke, wie viel Software und wie viel Kryptographie mittlerweile in Systemen läuft, dann hat er vielleicht gar nicht so Unrecht gehabt. Gut, aber wir wollen ja erstmal über das Thema Identitäten sprechen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass man einfach mal anerkennen muss, Identitäten sind vielfältig. Und Sie alle haben wahrscheinlich nicht nur eine Identität. Natürlich haben Sie eine offizielle Identität, aber Sie haben wahrscheinlich im Netz ganz viele Identitäten. Sie haben vielleicht die Identität des Personalausweises und haben den schon mal genutzt. Das kann man mittlerweile ja. Aber wir wissen eben auch, dass das nicht die Akzeptanz gefunden hat bisher, die wir eigentlich uns alle erhofft haben. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass jeder natürlich vielfältige Identitäten hat. Und in manchen Kontexten möchte ich vielleicht gar nicht, dass meine spezifische Identität bekannt ist. Da ist es vielleicht nur relevant, dass ich aus einem bestimmten Ort komme, dass ich ein bestimmtes Alter habe oder dass ich eine Kontoverbindung habe. Das heißt, erstmal ist es so, Identitäten sind per se vielfältig. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Natürlich gibt es die eine hoheitliche Identität, und die ist auch durch den Personalausweis belegt und die ist durch den Personalausweis analog und digital belegt. Aber das Gefühl ist eben, das Leben ist vielfältiger, und Sie alle nutzen wahrscheinlich vielfältigste Identitäten. Schon jetzt im Zweifelsfall haben Sie wahrscheinlich auch diverse Identitäten selber angelegt. Jeder hat im Zweifelsfall ja unendlich viele Logins. Und entweder Sie nutzen sozusagen ein Passwort, das ist dann ganz schlecht, oder Sie nutzen sozusagen ganz viele Passwörter und dann können sich das so praktikabel. Da wäre es schon gut, ein Medium zu haben, eine Identität, die sicher und vertrauenswürdig ist. Aber was heißt das denn jetzt genau? Tatsächlich glaube ich, das Vertrauen spielt aus meiner Sicht wirklich eine ganz große Rolle. Wir haben jetzt von Daniel eben ganz viel gehört über Technologien, über Kryptographie. Wenn man ehrlich ist, ist natürlich das Problem, dass die wenigsten Nutzer das überhaupt verstehen können oder verstehen wollen, sondern da spielt das Vertrauen dann eine große Rolle. Die Vertrauen in bestimmte Institutionen, in bestimmte Firmen, in bestimmte Produkte und die Vertrauen darin, dass die Technologie da eben sicher umgesetzt ist. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kann man denn das rausfinden? Wie können wir denn Vertrauen messen?
Und ist das sozusagen eigentlich die richtige Leitschnur unseres Handelns? Das ist übrigens das Katzenbild hier, ne? Jeder Vortrag im Internet muss immer ein Katzenbild haben, mindestens. Also das Thema Vertrauen ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich vielleicht für die Akzeptanz sogar noch viel relevanter ist als das Thema Sicherheit. Weil ich glaube, wenn ich Sie jetzt frage, wem würden Sie sozusagen vertrauen, dann kann wahrscheinlich jeder was nennen. Früher habe ich als Beispiel immer den ADAC gebracht. Das ist leider im Moment auch nicht mehr so ein gutes Beispiel. Oder Automobilindustrie, deutsche Automobilbauer waren auch immer sehr vertrauenswürdig. Auch das hat sich gewandelt. Aber ich glaube, jeder hat sofort Beispiele für Vertrauen oder auch Nicht-Vertrauenswürdigkeit. Und das Thema Sicherheit ist natürlich am Ende ein sehr technisches Thema. Und was heißt Sicherheit eigentlich genau? Ja, jetzt kommt vielleicht noch ein weiterer Aspekt hinzu. Ich glaube, ein Thema ist eben auch, wir können in der Welt, in der wir leben, die Dinge nicht mehr isoliert betrachten. Und das ist sicherlich auch eine der Herausforderungen, die wir immer wieder jetzt sehen, wenn wir deutsche Produkte oder auch europäische Produkte betrachten. Die leben halt in globalen Plattformen, weil das Geschäft global ist und weil die großen Entscheidungen eben global stattfinden. Wo glaube ich aber, ist sozusagen der Punkt, warum wir hier auch in dieser Form hier in Deutschland mit diesen Kräften, die wir hier sind, sprechen, weil ich fest daran glaube, dass wir sozusagen eine Chance auf eine gewisse Souveränität haben und die hat aus meiner Sicht ganz stark mit Vertrauen zu tun, weil Vertrauen, so meine feste Überzeugung, eben ein lokales Thema ist. Und davon würde ich Ihnen jetzt gerne zwei Beispiele einfach mal mitbringen. Das eine ist tatsächlich eher regulativer Art, das andere ist eher technischer Art. Und ich fange an mit der sogenannten EIDAS-Verordnung. Haben Sie sicherlich schon mal von gehört. Ich glaube, da gab es hier im Münchner Kreis auch diverse Veranstaltungen zu. Was ist das? Das ist tatsächlich eine Vorgabe, eine Verordnung, die die EU-Kommission erlassen hat und die 2017 letztendlich dann in Kraft getreten ist. Und was da passiert, ist im Prinzip, dass ein europäischer, einheitlicher Vertrauensraum geschaffen wird. Das klingt jetzt erstmal so ganz banal, ist aber eigentlich tatsächlich ein großer Schritt. Was ist da genau passiert? Diese Abkürzung EIDAS, wissen Sie vielleicht auch, steht sozusagen für das Thema elektronische Identitäten. Das ist das erste, sind die ersten drei Buchstaben. Und dann steht es für Authentisierung und Signatur. Das sind sozusagen also Technologien, Protokolle, die man hier entsprechend europaweit standardisieren will. Und das Besondere ist eben, dass es hier nicht nur um eine technologische Standardisierung geht, sondern es geht tatsächlich um eine Bewertung der Güte von Mechanismen, von Diensten, die tatsächlich in einem europaweit abgestimmten Rahmen passiert. Und das passiert im Prinzip für zwei Dinge, wie ich eben schon sagte, für das Thema elektronische Identitäten zum einen und zum anderen fasst man das in den sogenannten Begriff Vertrauensdienste. Und das steht hier notifizierte EIDs. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es ist ja erstmal prinzipiell so, dass nach den Lissabonner Verträgen die EU-Kommission sozusagen keine Weisungshoheit für die einzelnen Länder hat, wie die konkrete Identifikationstechnologie umzusetzen ist. Also es gibt keinen europäischen Standard für sowas. Das ist anders als zum Beispiel beim Reisepass. Der Reisepass hat einen europäischen Standard und einen globalen Standard. In Europa hat man eben kein Mandat der Kommission für die einzelnen lokalen, nationalen ID-Technologien. Aber man hat jetzt eben so ein Notifizierungsschema ersonnen, wo also einzelne Member States jeweils eine bestimmte Technologie sozusagen in ein Review geben. Und dann können sich die Member States das anschauen und auch die Kommission. Und wenn eben ein bestimmter Sicherheitslevel erreicht ist, dann können solche Identitäten anerkannt werden und notifiziert werden. Und notifiziert heißt, in dem Moment müssen alle anderen Member States in ihren Diensten diese notifizierten Identitäten anerkennen. Und damit ist sozusagen also tatsächlich ein Vertrauensraum geschaffen, der eben über die nationalen Grenzen hinausreicht. Und das ist tatsächlich ein europäischer Raum, der eben einheitlich durch diese Vorgaben geregelt ist. Und das Gleiche haben wir eben auch mit den sogenannten Vertrauensdiensten. Das sind im Prinzip so Themen, ich komme da gleich im Detail noch drauf, so ganz klassische Themen wie Signatur, was Sie ja vielleicht kennen. Signaturgesetz hat ja viele von uns seit Ende der 90er Jahre begleitet. Und auch die D-Trust ist sozusagen geboren worden, weil man eben das deutsche Signaturgesetz damals umsetzen wollte als Trust Center. Und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, wenn man so will. Wir haben also Identitäten. Und wie kann man jetzt Identitäten nutzen? Dafür gibt es eben Vertrauensdienste, mit denen man dann grenzüberschreitend Transaktionen tatsächlich durchführen kann. Und das Besondere ist eben, das ist sozusagen jetzt keine Technologie, die sozusagen einheitlich umgesetzt ist, sondern es ist im Prinzip ein regulativer Rahmen.
Es gibt Standards, Etsy-Standards zum Beispiel, nach denen man sich zertifizieren lassen kann. Man geht dann mit den Zertifizierungsunterlagen zu einer Prüfstelle. Die Prüfstelle prüft das, geht zu einer entsprechenden Zertifizierungsstelle. Dann wird eben der Status verliehen. Dieser Status wird dann auch europaweit bekannt gegeben. Und das ist tatsächlich sozusagen ein Beispiel, wie man eben Vertrauen erstmal im Prinzip über formale Prozesse etabliert. Die Vertrauensdienste, die dann in der sogenannten Trusted List, in der Vertrauensliste der Kommission aufgenommen sind, die gelten eben europaweit. Und aus meiner Sicht ist eben hier tatsächlich wichtig, das ist nicht nur ein, wir reden hier nicht nur über Technik, wir reden hier nicht nur über Implementierungsdetails, sondern wir reden tatsächlich auch über etwas, was sozusagen eine große politische Außenwirkung hat. Und das schönste Beispiel ist aus meiner Sicht Adobe, was ja tatsächlich ein globaler Player ist, Erfinder von PDF, nutzen Sie wahrscheinlich jeden Tag. Wenn Sie also so ein signiertes Dokument, so ein PDF-Dokument öffnen mit dem Adobe Reader, dann ruft dieser Adobe Reader die EU Trusted List ab und prüft dagegen. Also da hat sozusagen diese globale Firma Adobe sich eingelassen auf diesen EU-Standard, weil sie den EU-Markt als wichtig erachtet. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass wir hier eben nicht nur über Technologie reden, sondern wir reden auch über Industriepolitik. Denn am Ende muss man sagen, diese großen Player haben sich tatsächlich in den vergangenen Jahren, wenn überhaupt, eigentlich nur durch solche regulativen Argumente dazu bewegen lassen, bestimmte europäische Technologien anzuerkennen. Ja, dann ist vielleicht ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist. Wir reden ja sehr oft hier jetzt über natürliche Personen, natürliche Identitäten. Die eIDAS-Verordnung kennt hier bewusst auch noch andere, nämlich juristische. Und warum sage ich das? Naja, wenn man mal ehrlich ist, ist das eine ja, mit der natürlichen Identität kann ich also eine persönliche Willensbekundung machen, kann mich sozusagen als natürliche Person einem Gegenüber identifizieren. Aber wenn ich mir jetzt so Geschäftsprozesse angucke, da muss man sagen, gibt es eben auch ganz viele Prozesse, da unterschreibt zwar eine Person, aber eigentlich geht es darum, dass die juristische Person was sagt, ne? Also ein Zeugnis, das wird zwar unterschrieben, aber das wird sozusagen dann gültig, weil es entsprechend gestempelt wird. Ne? Zum Beispiel, ich habe da immer ein schönes Beispiel, meine Diplomurkunde von der Universität Göttingen. Da bin ich ganz froh, dass die mit dem Siegel, dem Dienstsiegel der Universität Göttingen versehen ist, weil mein Professor, bei dem ich damals meine Diplomarbeit gemacht habe, war damals auch Dekan. Und wie Mathematiker so sind, das Einzige, was der sozusagen zum Unterschreiben hatte, war ein violetter Filzstift. Deswegen ist meine Diplomurkunde also mit violettem Filzstift unterschrieben. Und das würde man wahrscheinlich gar nicht als authentisch anerkennen, wenn das Dienstsiegel nicht dabei wäre. Und so gibt es nicht nur mathematische Diplomurkunden, sondern natürlich viele andere Objekte, bei denen die Glaubwürdigkeit, bei denen die Authentizität eigentlich auf juristische Personen zurückzuführen ist. Und diese Auseinandersetzung ist auch in Deutschland natürlich nichts Neues. Alle, die im Signaturbündnis unterwegs waren in den 90ern, erinnern sich daran, dass es auch genau diese Diskussion gab. Man hat sich damals dann im Prinzip dagegen entschieden und hat Zertifikate für natürliche Personen mit entsprechenden Organisationsattributen ausgegeben. Aber jetzt mit diesem eIDAS-Baukasten haben wir auch juristische Personen, um tatsächlich auch diese Legal Entities abzudecken. Also wichtiger Punkt, wichtiger Takeaway, natürliche Identitäten und juristische Personen am Ende in der Zusammenfassung bringen uns hier voran. Ja, und hier habe ich sozusagen nochmal eine kurze Übersicht über das, was jetzt sozusagen Vertrauensdienste ist. Also Sie finden natürlich die klassische qualifizierte Signatur. Das entspricht dem, was Sie so kennen. Signaturkarte gibt es aber eben auch als Fernsignatur, wo Sie das sozusagen dann mit mobilen Endgerät auch auslösen können. Und dann gibt es viele andere Themen. Das Siegel ist sozusagen das Pendant der qualifizierten Signatur mit juristischen Personen. Zeitstempel kennen Sie natürlich. Dann gibt es eben viele andere Dienste, Validierungsdienste, Archivierung ist in Deutschland ja auch ein großes Thema. Stichwort Resi-Scan und Tresor. Zustelldienste, da verbergen sich solche Sachen wie die E-Mail hinter. Untertitel das Thema qualifizierte Webseitenzertifikate. Das ist im Prinzip das Thema, was Daniel eben schon ansprach. Ne? Wenn Sie so eine TLS-Verbindung aufbauen, dann brauchen Sie so ein Zertifikat, was von einer entsprechenden Zertifizierungsstelle herausgegeben wird. Und es gibt im Rahmen dieser EU-Regulierung auch eine spezifische Produktvariante, die tatsächlich nur von Herausgebern aus dem europäischen Vertrauensraum herausgegeben werden kann. Klingt jetzt erstmal abstrakt, hat aber im Prinzip dazu geführt, dass vor der Einführung dieser eIDAS-Regulierung es eine große M&A-Welle gab und die ganzen großen nordamerikanischen Anbieter sich europäische Firmen gekauft haben, weil sie eben relativ schnell verstanden haben, dass sie im Prinzip diese Anforderung konform zu sein nach eIDAS eben nur umsetzen können, wenn sie wirklich in Europa produzieren.
Und die haben das eben so umgesetzt, dass sie dann jemand gekauft haben. Also man sieht, es hat auch einen industriepolitischen Aspekt. Das ist also tatsächlich eher der Aspekt Vertrauen durch Regulierung, Vertrauen durch Zertifizierung. Also ich kann den Status eines Anbieters und seine Rechtsverbindlichkeit nachprüfen und muss mich natürlich dann darauf verlassen, dass die dahinterliegenden Prüfprozesse, Zertifizierungsprozesse auch entsprechend ausgebildet sind. Aber wie Daniel ja sagte, am Ende, ich muss natürlich in diesen Prozessen immer einen bestimmten Vertrauensanker haben. Ich muss immer sozusagen eine Basis des Vertrauens haben. Ja, dann komme ich zu meinem zweiten Beispiel. Das ist jetzt eher etwas technisch, wenn man so will. Da würde ich jetzt kurz zwei, drei Worte noch zum Thema Smartphone-Ausweis sagen, weil das ja jetzt auch in der letzten Zeit sehr durch die Presse gegangen ist. Worum geht es hier? Magnus hatte das ja schon anmoderiert. Das Thema Personalausweis ist jetzt, jährt sich tatsächlich, hat sich im letzten November zum 10. Mal gejährt. Und wir haben also tatsächlich jetzt eine vollständige Population an Ausweisen, die alle mit digitalen Funktionen versehen sind im Feld. Was wir aber natürlich auch sehen, ist, dass tatsächlich die Akzeptanz nicht die ist, die wir uns alle erhofft hätten. Das hat sicherlich viele Gründe. Ein Grund ist aber sicherlich, dass man sich immer überlegen muss, die Konzeptionen für dieses Dokument und diese technischen Funktionalitäten, die sind quasi 2006, 2007 gestartet. Und wenn Sie sich mal überlegen, was war sozusagen Ihre Ausstattung 2006, 2007, mit was für einer IT haben Sie damals gearbeitet und wie sah das schon wenige Jahre später aus, da muss man natürlich sagen, der technologische Fortschritt ist so rasant, dass tatsächlich 2010, als der Ausweis dann rauskam, die erste Frage war, ja, wie ist denn das jetzt? Kann man das mit dem Handy nutzen? Wie geht das denn? Und die Welt, in der der Ausweis aber damals konzipiert war, war quasi der Ausweis, der mit einem Lesegerät an einem Standalone-PC funktioniert. Also schon da sieht man, dass eben teilweise auch die Vorläufe, die man technisch und zertifizierungstechnisch braucht, dann zu den technologischen Entwicklungen gar nicht mehr passen. Und deswegen ist natürlich das Thema, wie kann ich Identitäten jetzt auch mobil vertrauenswürdig machen, ein großes. Und das ist jetzt ja auch sehr durch die Presse gegangen, haben Sie sicher gesehen. Das Thema Smartphone-Personalausweis ist jetzt tatsächlich ja auch gesetzestechnisch unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon im Bundesrat ist, aber das Kabinett hat dem auf jeden Fall schon zugestimmt. Und der Gedanke ist eben, wie kann ich die Identitäten, die im Personalausweis sind, tatsächlich sicher auf mobile Endgeräte bringen? Und hier sieht man sozusagen die vier Lebensphasen, in denen man hier ist. Provisionierung, ich muss sozusagen eine bestimmte Infrastruktur bereitstellen, dann muss ich die Daten sozusagen personalisieren darauf. Ich kann sie dann mit dem mobilen Endgerät nutzen, ohne tatsächlich auf die Personalausweis selber als physikalisches Objekt zurückzugreifen. Und natürlich muss ich im Hintergrund das alles verwalten können. Ich muss sperren können, ich muss mir angucken können, was passiert ist. Da habe ich jetzt sozusagen noch zwei, drei kleine Detailfolien mitgebracht. So ist im Prinzip sozusagen der Grundgedanke. Es gibt natürlich das Endgerät, wo ich im Prinzip in dieser Konstellation hier jetzt ein Applet in dem CQ Element oder in der EUICC speichere mit entsprechender Software noch dazu. Oben drüber gibt es quasi eine App, in der ich dann Identitäten verwalten kann. Und die App kann ich mir sozusagen runterladen, selber in einem App Store, während das Applet selber natürlich über eine entsprechende vertrauenswürdige Instanz in das Handy kommen muss, mit den Mechanismen, die quasi in den entsprechenden Betriebssystemen dann auch bereitgestellt sind. Das ist sozusagen dieser sogenannte Trusted Service Manager, den Sie hier unten sehen. Also auch da sehen Sie, ist sozusagen ein zweistufiges Vertrauensmodell, was hier etabliert ist. Das ist sozusagen das, was in diesem berühmten Optimus-Projekt auch so pilotiert wurde, die Bereitstellung, die sichere Bereitstellung dieser Funktionalitäten im Rahmen eines sozusagen zertifizierten, vertrauenswürdigen Betriebs. Und tatsächlich sieht man dann hier nochmal die Gesamtarchitektur. Wie sieht sowas also aus? Ich lade mir sozusagen so eine EID-App auf das Handy, stoße diese Initialisierung an. Bei der Initialisierung wird sozusagen dann wird quasi der untere Bereich dann gestartet, wo über das Trusted Service Management dann das entsprechende Applet auf CQ Element provisioniert wird. Und am Ende kann ich sozusagen dann die Daten initialisieren. Und wie passiert das? Das ist sozusagen hier in der letzten Folie noch gezeigt. Am Ende würde ich natürlich mit meinem Smartphone-Ausweis, also den Smartphone-Ausweis initialisieren, indem ich den Personalausweis auslese. Die Daten werden dann sozusagen aufbereitet und wieder über eine sichere Personalisierungsstrecke in dieses Applet hier eingebracht.
Und das soll sozusagen jetzt einfach nochmal zeigen, auch da geht es natürlich ständig weiter. Hier ist natürlich jetzt die Frage, beim klassischen Ausweis ist das Vertrauensmodell ja erstmal das, dass der Staat sozusagen der Herausgeber ist, die Bundesdruckerei der Produzent und damit sozusagen auch derjenige, dem der Personalisierungsprozess obliegt, also der Personalisierungsprozess optisch und digital der Daten hier drauf. Und ein Stück weit ist das jetzt hier in einem ähnlichen System auch gehalten. Natürlich, die Daten werden sozusagen aus dem Ausweis entnommen und sozusagen in dieses Applet wieder hinein personalisiert, müssen natürlich sozusagen hier auch auf einer sicheren Strecke laufen. Das heißt, dieses Personalisierungssystem muss sozusagen auch sicher sein. Auch hier natürlich ist es am Ende sozusagen natürlich eine technische Sicherheit, die sozusagen diese Transportstrecken absichert, aber es ist eben auch eine Art institutionelle Sicherheit, in wessen Hand liegt denn tatsächlich dieses Personalisierungssystem. Und nur so kann am Ende natürlich auch ein Gesamtvertrauen entstehen. Und das waren sozusagen meine zwei Beispiele. Ich glaube, wir stehen ganz am Anfang noch von vielen Entwicklungen. Jetzt wird es bei mir ganz dunkel, jetzt muss ich mal das Licht kurz anmachen hier. Sonst sehen Sie mich hier gar nicht mehr, aber ich rede kurz noch zu Ende. Also Vertrauen, aus meiner Sicht, obwohl ich Mathematiker bin, muss ich sagen, am Anfang, vor 10, 20 Jahren, habe ich ja auch noch gedacht, das Vertrauen kommt aus der Mathematik. Ich glaube, das ist falsch. Das Vertrauen kommt aus Organisation, das Vertrauen kommt aus Prozessen und das Vertrauen kommt aus dem richtigen Setup, wie wir Dinge machen. Und natürlich muss die Kryptografie dann da drin sicher sein. Aber ich glaube, die Kryptografie kann nur ein Teil des Vertrauens sein. Wir müssen sozusagen am Ende in dem ganzen Ökosystem denken. Und auf dem Weg sind wir.